bin extra ein bisschen weiter vorgelaufen, weil hier ist nämlich der Damensalon. Deswegen wollte ich nicht vor dem Herrenbild stehen bleiben. Deswegen bin ich da ein bisschen so. So, das soll eine große Loch in der Haare, nicht zum Lufttrocknen. Besteht mir sie auch sind nicht. Unglücklich ja. Nachher. Aber wenn man so, wie du sagst, fürs Foto ist für mich kein Problem. Man könnte es auch. Muss es überhaupt eine Dauerrolle sein? Ja, junge Mann, will man könnte es, wenn sie wir das... Jetzt, wenn sie sagen, nein, ich möchte keine Dauerrolle, weil das ist nachher schon anders. Die Haare sind nachher lockig. Ich und sie können jetzt nehmen, immer, ja, aber sie können es dann nachher durch die Strähne nicht Luft trocknen lassen. Ja. Das wird grausig. Ich weiß, dann habe ich einen Buch. Ja. Sie müssen es dann nach jedem Waschen, Föhnen oder Eidrehen. Ja. Ja. Aber wenn Sie nur die Bilder wählen, können wir die Wickel einwickeln, Sie fotografieren das, bleibt nachher von der Schminke nicht mehr viel übrig. Das war jetzt ja auch für die Aufnahme, deswegen habe ich mich ja so geschminkt. Ja, aber er will Sie ja nachher auch wieder fotografieren und dann ist ja nichts mehr. So, haben Sie Ihren Schminksack so, dabei? Ich habe meinen Lippenstift und so dabei, ja. Und also, Sie werden mich ja nicht so überströmen, oder? Ich kann ja nicht mehr drauf legen. Ja. Also. Okay. Alles klar. Mann, das ist ja sogar, an den habe ich gar nicht gedacht, in den Laden, weil wir sprachen mal drum, althistorische Läden. Fehlt, also. Und ansonsten, ich wohne in der Priorstraße oben. Ja. Also das heißt, meine Eltern leben da, aber ich... Ich bin ja hier aufgewachsen. Ein gutes, starkes Schminken ist halt für die Aufnahmen, ja. Gell? Also ich bin schon sehr alt. Vorbeigelaufen. Das sind schon und wegen der Schminke machen sie sich keinen Kopf, gell? Und kriegt bestimmte Tüchle. Ja, klar. Und bei den letzten Aufnahmen hat eigentlich auch so gut wie nichts von der Schminke gefehlt. Also, und ansonsten... Ich wohne in der Priorstraße oben, also das heißt, meine Eltern leben da, aber ich bin ja hier aufgewachsen. Ein gutes, starkes Schminken ist halt für die Aufnahmen, ja. Gell? Wunderbar. Stimmt, weil ich habe innen in der Stadt auch mal mich ein bisschen rum, weil die Friseure, aber gerade wie der Herr Manger sagt, diese Wash-and-Go-Friseure, die schießen ja wie aus dem... Ja. Angelika könnte man fast auch grau nehmen, wenn er sagt, grau-blau abwechseln. Ja. Ja. Wenn er sagt, es muss nicht lange halten, okay? Wissen Sie, wie lange es hält? Mehr. Aber machen noch eine. Oder haben Sie so ein aggressives? Nein, nein, vor der Dauer. Ja, also ich komme, alles klar. Gut. Jetzt kommt Luki. Jawohl. Und ich hebe alles gut fest. Gilly, du bist vielleicht auch ein bisschen großzügig auf der. Ich weiß es nicht, aber groß. Die Seite oder mehr die andere? Mehr die andere. Aber seht ihr, das hätten Sie schon richtig erkannt. Eigentlich mehr Sorgen. Es bildet mir immer ein, dass es dann hier wo mein Märchen drüber fällt. Und Einbildung ist ja auch Bildung. Okay. Ich habe auch frisches aufgemacht, aber es geht. Am Ofen ist es ein bisschen fest. Kriegen wir alles hin. Es gibt wann beginnt die Morgenschau? Sie, ich will heute mit Herrn Andres noch mal telefonieren. Ich kann Ihnen bloß sagen, dass ich geschniegelt und gestriegelt um 8 Uhr morgens am Dritte Weltladen mit meinem Köfferle stemmen darf. Okay. Ich habe sie in der Backnänge gelesen. Mhm. Und da macht der Kappal macht ja wieder mit und naja gut, die alteingesessene Backnanger halt, gell? Aber ja. Der ist ja Begriff, wenn sie auch schon so lange da sind. Ja.
Ich müsste heute noch mal ein Wochenblatt gucken, das müsste bestimmt im Wochenblatt stehen. Also, das sind wir auch da liegen. Ja, ja, ich kann Handtuch auch mit dem Ruhe, weil er macht ja jetzt hier seine Aufnahmen. Ich weiß bloß, dass laut Herrn Andres, der ist ja vom Stadtmarketing, dass man zweimal raus dürfen. Mhm. Aber ich sage es aus Erfahrung, auch das hat sich immer wieder von Modenschau zu Modenschau verworfen. Mal einmal, mal zweimal, mal drei. Ja, mal muss man einfach improvisieren. Mensch, die hat noch am Samstag noch die Woche. Ja, wie zum Schluss für Gott. Jetzt soll ich mal aufrufen, ob sie noch lebt. Sie haben so Beate gesagt, wie man ja. Ich muss immer mal wieder ein Zettel und Geld. Ja? Nimm ja auch nicht die Stichwurst. Ich werde bestimmt nicht mehr freuen und verwundert sehen. Ich bin schon mal erlebt, dass ich das Stück noch nicht. Hast du die nicht kaputt? Ich werde das noch mal mit seiner Kamera tun, die Geschichte tun. Ich muss Hallo, ich bin's ganz kurz. Du kannst auch nachher hier unten vorbei, dann lade ich dich noch auf dem Eis ein. Du willst schon ein bisschen. Ja, aber ich denke nicht, dass das noch alle ewige Zeiten dauert, weil wir sind jetzt mit der Dauerwelle an sich fertig. Jetzt wird es nur abgespült und fixiert und ja, entsprechend frisiert und nochmal Bilder gemacht. Ganz genau. Und ich täte dir den Vorschlag machen, ich habe mit der Petra gerade gesimselt, dass sie ihn rausstellt auf Dingens und so weiter, du weißt, was ich meine. Und dann könnte man so gerichtet, würde ich dich auf den Eisbecher einladen, dass du ein bisschen rauskommst. Und zwar, das ist der unten hier in der Talstraße, wie wir gesagt haben, der alte Friseur, wo wir schon immer dran am Kreisle, der Friseur, wo wir schon gegenüber vom Windmüller, genau. Dann parkst du da, wo wir immer parken, dann komm doch hier. Guck doch bei dir mal in der Gegend und ich sag, ja, ich guck. Und ich habe halt drinnen in der Innenstadt, wisst ihr, wenn ich halt in der Innenstadt mal am Einkaufen bin, du unlängst haben waren wir da, wo der Bartholomä drin war, haben wir dann halt der, ich guck da halt immer im Ausverkauf, weil regulär ist, muss ehrlich gesagt, tun sie es weg, ist mir zu teuer bei dem. Und der hat ja als auch so Angebote, der Laden. Klamotte, da wo der Bartholomä drin war. Der war ja auch immer. Der ist teuer. Und da hole ich mir bloß Sachen, wenn er es im Ausverkauf hat. Aha. Weil sonst hat es Gott nicht. Die war auch schon drin. Da zahlst du. Dankeschön. Der ist teuer. Und da hole ich mir bloß Sachen, wenn er es im Ausverkauf hat. Weil sonst hat es Gott nicht. Die war auch schon drin. Da zahlst du. Dankeschön. Alles klar, wir auch. Ich will es geschwind ein bisschen warm stellen, die Flüssigkeit. Und du ja heiß Wasser mal. Nicht mehr fit. Oh, jetzt habe ich geduscht. Ja, das ist wegen der Wiggel, da läuft das. Ja, ich wollte. Das können Sie nicht steuern, das läuft am Wickel. Ja. Ach du da. Jetzt bin ich geduscht. Das
Da, hallo. Aber Gott sei Dank ist schön warm, das Wasser. Na Gott sei Dank habe ich heute früh doppelte Schminke drauf. Na, ist vielleicht noch ein bisschen was. Ja, das. Warten Sie. Wenn Sie mir noch ein Schminke haben, uns bereit gelegt. Einmal und jetzt zurück. Jawohl. Oh, und jetzt läuft es ins Ohr rein. Oh, jetzt läuft es ins Ohr rein. Ja, dann müssen wir nochmal abwaschen. Ja, aber da ist nicht mehr so schlimm. Danach den Wickel. Ja, ja, weil ich weiß, Sie können da nichts steuern mit dem Wickel. Du wartest aber jetzt bitte. So, weißt du was? Habe ich noch nicht gemacht. Ach ja. Große Teil habt ihr schon. Gell? Ja, ja. Jetzt erwähnt es nicht immer so. Mensch. Der muss sparen. Du willst die Filmaufnahme. Der muss sparen. Wir sind nicht überteuer, bitte schön, gell? Danke. Außer bei der Locke zahlen sie über 80 Euro. Da, wo du erst noch wolltest? Ja. Wo dein Auto jetzt steht? Weil da haben wir Verwandte, die warten. Ach so, euer Lohn. Okay. Nee, das weiß ich, das ist an den Wickel, so das so seitlich runter. Das ist mir ganz klar. Und das so supft es dann da so, nein, das ist klar. Das ist halt. Das läuft da zwischendurch. Das ist mir klar. Geht nicht. Ich habe extra mal eine Ladung. Naja, extra nicht, aber ich das hebt so immer noch. Ja, machst du hast gesagt, du machst keine Großaufnahme von Geschichte. Ganz kleiner Moment, bitte. Wird es jetzt kalt oder warm? Warm. Okay. Wir haben es extra schon ein bisschen in warmes Wasser, dass ich den Job kriege. Kommt Fixierung noch. Sonst kriege ich einen Job. Ach, das macht mir recht. Ja. Dann bin ich immer zur Berufsschule, zur Frau Brandschädel oder zum Herrn Beutler. Du hast doch kein Geld gehabt. Nein. Ha, im ersten Lehrjahr. Danke. Bist du auch bei der Frau Brandschädel in der Schule gegangen? So, da war ich schon Haarmodell. Da hast du am Anfang gar nichts gezahlt und später hast du dann Dauerwellflüssigkeit oder Farbe. Farbe hast du gezahlt. So, jetzt wieder Creme. Und mit meinen netten Ohren jetzt. Ja, ich weiß. Denke. Sonst wickelt sie ja. Deswegen, ich kenne das ganze Prozedur. Natürlich. Ich habe eine Dauerwelle. Ja. In den 80er Jahren, so 88, 86, da war ich 16, 17, da hast du kein Geld. Da bin ich in Berufsschule, habe mich jedes Mal als Modell angemeldet, als Haarmodell.
Jetzt wissen wir wenigstens endlich, wie alt du bist. Da habe ich kein Problem. Ich stehe zu meinem Alter, weil ich fühle mich nicht wie 53. Und jeder wird irgendwann älter. Also wenn da einer rummacht oder so, sage ich, du kommst auch noch in mein Alter oder andersrum, je nachdem, oder ich in das Alter. Und da bist du, wenn Angelika sagt es ja gerade, es war ja das erste ja. Lehrjahr. Ja. Gell? Aber es hat halt am Anfang gar nichts gekostet. Aha. Und nachher hast du halt bloß die Dauerwelle oder die Farbe. Die Dienstags oder Donnerstags war Modelltag. Und da war ich immer, also wenn ich das so habe, gehst du ja nicht jede Woche mit der Dauerwelle. Ne? Und da war ich immer in der Berufsschule oben zur Dauerwelle. Oder auch mal irgendwann mal zwischendrin mal ein Fairplay oder so. Wo willst du mit 16 oder 17 oder 18 Jahre das Geld für eine Dauerwelle hernehmen? So was. Da war ich ja noch auf der Schule. Und meine Mutter hat gesagt, Kind, du brauchst keine Dauerwelle und wenn du eine willst, musst du selber gucken, wie das machst. Sie zahlt mir es nicht, sie zahlt den normalen Friseurschnitt, klar, logisch. Aber keine Dauerwelle. Aber keine extra Farbe oder extra Dauerwelle. Das, wenn du was extra willst, musst du gucken, wie das machst. Okay. Uns ist nichts nachgeschmissen worden, wie heute die Junge, die kriegen doch alles nachgeschmissen. Man hat es damals auch schon gegeben, die kommt immer drauf an, aber es wird ja immer schlimmer. Gut. Jetzt sind meine netten Ohren cheesy. Ja, das kenne ich alles, das Gefühl. Gut. Wieder Fixierung. Deswegen habe ich auch zu ihm gesagt, ich bin dafür offen. Mal wieder eine Welle, gar kein Thema. Und jetzt bringst du noch ein Gläschen. Ja, bloß ein Wässerle, weil mir ist vorher die Dauerwellflüssigkeit mit dem Föhn. Jetzt ist mir so ein bisschen komisch. Beim Atmen. Ja, genau. Ich weiß es. Okay. Dankeschön. Danke. Ich weiß es. Einstellen, ah, das waren noch Zeiten. Die Frau Brennschädel, die war riegelros, gell? Die hat nichts durchlassen. Die hat nichts durchgelassen, die Frau. Da hat sein können, auch hast du nochmal abwickeln müssen und nochmal neu wickeln müssen. Wenn es nicht so war, wie es sich gehört. Da hat die nichts können. Aber so ist es richtig. Oh, das ist nett. So ist es richtig, weil was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. So haben meine Eltern früher immer gesagt. Danke, das reicht bloß ein bisschen Wasser, weil das ist nett, vielen Dank. Da ist schon ein Stück mehr. Ich stelle es mal auf die andere Seite. Ja. Danke. Bist du schon dran? Ich bin schon dran. Nachher, wenn du da aussetzt. Okay. Das dauert ja 20 Minuten, denke ich mal, eine halbe Stunde vielleicht sogar. In der Brienstraße, ja. Früher auch, hat man gewohnt. Das sagt mir nichts, weil das aber länger her ist. Vielleicht kennt es meine Mama noch. Nebendran. Die Mutter wird's hat die Familie Burkhardt, die wohnt das Haus neben uns mit den vier Mädels. Stimmt, ja. Die Claudia, die ist ja Rechtsanwaltsgehilfin jetzt in, nicht Gehilfin, was ist sie? Auch ein Unterweiser hat sie ihren, oh Gott, Steuerberaterin. Steuerberaterin ist sie, glaube ich, Claudia. Ja. Und dann ist der Wolfgang, wie hieß denn der mit Nachname, der ist mit mir da in der Grundschule noch zusammengegangen. Mhm. Der wohnt aber, glaube ich, jetzt nicht mehr da. Aber Burkhardt, die sind da oben bekannt in der, mit seinen vier Mädchen. Ja, ja. Kuschnertschuk. Sie war da eine angenehme Frau. Eine ganz liebe. Ich mochte sie sehr gern. Eine ganz ruhige. Mhm.
Ganz nett. Also wir kennen dann schon, seit die Lehrmädchen war. Das ist schon lange. Ja? Ihre Schwester, die in den Schulleiter geht, Frau Wolf. Ah ja. Ja, ja. Aber sie war immer ganz ruhig, gell? Sehr, sehr, sehr ruhig. Ja, ganz liebe. Und dann ist er ja gestorben, ja. Da hat sie noch eine Weile noch gewohnt, ja. Aber irgendwann dann ja auch nicht mehr. Ja, und jetzt ist sie im Pflegeheim. Aber es ist ein gutes Pflegeheim.